So, alles klar. Erstmal mir eine Waffe besorgen. Hört ihr alle am Telefon? Dachte, Ja, also folgendes. Wir überfallen jetzt ein Gangmitglied und entziehen ihm die Waffe. Mehr machen wir nicht. Unmaskiert. Ihr seid euch sicher. Ja, maskiert brauchen wir. Mir ist eigentlich... Mir ist auch egal, aber unmaskiert seht ihr direkt unser Gesicht und alles. Mir egal. Ja, ich setz sie direkt auf. Ja, wir setzen Maske. Komm, mach Maske. Wann ist denn dein Auto blau, Serbe? Leute, es kommt auf die Sonne an. Wie die Sonne scheint. Normalerweise ist das schwarz, aber wenn die Sonne hoch steht, ist er blau. Aber eigentlich ist er schwarz. Okay. So, oh, los jetzt. Auf geht's. Ja. Zum Frosch zum Fahren. Ab geht's. Ja. Quetscher da oben. Aber ich denke mal, da oben wird jetzt wenig los sein, ne? Wenn da schon Cops und... Warum? Wenn Cops und FIB langfahren. Nee, guck hier, die sind hier. Wir können auch mal Froschungs fahren. Oh, Vorsicht, das ist Medic, Alter. Achso, bei mir war da keiner. In dem Sinne. Ja, das ist gerade angehalten. Fahrt vorbei. Fahrt vorbei. Achso. Ja, selbstverständlich, Officer. Angenehme Geschichte noch, die Herren. Oh, Entschuldigung, mach ich. Hat er gesagt, anmelden? Ja. Nein, Maske ab. Nee. Warte, mein Auto Maske kann ich nicht fahren. Anmelden. Ich habe Zeugkennzeichen. Der Staatsanwalt hat das sogar abgezeichnet, alles gut. Ach. Brate, ich zeig dir gleich mein Dokument. Nee, glaube ich dir. Alles gut. Das ist auch Import aus Serbien, Brate. COC-Papiere, weißt du, wie ich meine? Ich kann das nicht anmelden. Ich muss erstmal ummelden auf USA. Und dann kann ich das anmelden. Und solange habe ich Zollkennzeichen. Ja. Paul, wer gibt es angeschnallt, Brate? Das ist FAB. Natürlich. Was ist FAB? Wo ist FAB? Ist das nicht FAB? Fahrzeug. Also wenn du das nicht weißt, dann sag das nächste Mal bitte, ist das, frag das, nicht sagen, so, das ist nee, FIB. Nee, du machst in dem Moment, ich vertraue dir, blind. Ne? Nein, das Ding ist, das Auto ist eben an uns vorbeigefahren, genau dasselbe Modell mit Blaulicht. Ja. Deswegen, dachte ich. Wo seid ihr denn? Wir fahren gerade da runter. Warte mal kurz. Dachte, die machen, guck, sag ich doch, Razzia. Die Bullen machen da Razzia. Da auch, da sind auch, oh, die sind richtig viele Bullen. Hä? Hier sind richtig viele Bullen. Ja, siehst du, dann ist das doch Dingsfahrzeug. Hab ich doch gesagt. Auf dem Dach hier sind Bullen? Ja, ist auch. Hast du recht. Nur, oh, wenn du nicht sicher bist, dann... was machst du denn? Wir leider wollen uns da postieren, wo wir uns immer verstecken. Christe. denk dran, ich hab keine Waffe, ne? Also, ihr habt nur drei Waffen. Ich kann die zwar verprügeln, ja? Brate, deine Fäuste sind fast wie eine Waffe. Bleib locker, Mann. Du kannst ja das Leben übernehmen. Ja, kann ich machen. Wir sichern ab und wir gehen nicht alle nah dran. Wir machen einen großen Kreis. Mhm. Alles klar. Und ihr schreit. Habt ihr verstanden? Nichts auf. Okay, nicht dann Paulberg übernimmt das Reden dann. Am besten. Die Autos so hinstellen, dass man direkt nicht noch wenden muss, sondern ist schon das Auto gewendet ist. Was ist doch einer mit Motorrad? Was doch einer mit Motorrad? Ist schon einer da? Was doch einer mit Motorrad, ja? Ja, dann los. Auf geht's. Ja, auf geht's. Hä? Los oder nicht, oder? Dann. Goliath? Kannst du mich nochmal anrufen? Zugriff. Los. Vorsicht. Vorsicht, da sind zwei. So, ne? Alle beide sofort die Hände hoch. Keine falsche Bewegung. Hände hoch, ganz schnell! Du auch! Da drinnen, rauskommen! Rauskommen! Und Hände hoch! Hände hinter den rauskommen Kopf! Rauskommen und Hände hoch! Ernst an der Hand, hey, mach deine Hände! Die Hände hoch, hab ich gesagt! Ja! Sofort die Hände hoch! Aber Hände ganz hoch! Schnell. Geht doch! So. Du auch die Hände hoch! Nimm deine Hände hoch, Alter! Warnschuss hier! Hände hoch! Warte! So! Kannst du lieber bitte, ob meine Waffe dabei hat? Paul Berger! Nee! Hat keiner. Hallo? Ja, nimm deine Hände hoch. Sie mich ruhig. Rauskommen. Prüfen Sie mich. Hände hinter den Kopf. Sofort. Keine falsche Bewegung, du vor mir. Haben wir uns verstanden? Ich hab Camouflage. So, ich durchsuch dich jetzt, du Kutscher. Oh, wer seid denn ihr? Warum ihr macht halt deine das Schnauze! Was machst du hier Drogen, du Pisser? Ha? Aber nicht. Genau. Was hast du nicht? Nimm denn sein Geld weg. Bei dem ist mir das egal, der andere nicht. Dem nimmst du sein Geld alles ab.
Ed! Ja. Und nimm deine Maske ab. Durchsuch mal den mir gegenüber hier, los. Hast du den gefesselt? Ich hab ihn im Schlaf. Sag dir, du scheiß Junkie! Was machen sie denn hier? Ich hasse Drogen! Schnauze, hab ich gesagt jetzt! Meine Mama hat immer gesagt, Mensch. Ich soll ihn machen. Digga, willst du mich jetzt hier verarschen? Nimm mal seine Maske runter. Er hat kein Geld, keine Gegenstände. Er hat nix in seinen Rucksack. Reiß jetzt deine Maske runter. Was bin ich hier nur angehalten? Er hat nicht mal eine Pistole. Warte, ich hab absolut gar nichts. Nicht mal eine Pistole. So, wer heißt du? Mein Name ist Carlos. Ich hab Leuchtfackeln dabei. Aha. Aber hast du Carlos? Wenn wir dich ja noch einmal sehen. Ich ficke dein Leben. Hast du das verstanden? Ja, was wolltest du hier? Wolltest du hier Drogen machen? Ist mir scheißegal, ich will dich hier nicht sehen. Wir sind Security-Firma. Sieht man doch. Ja, was machst du hier? Mein Herz ist erschlagen. Schnell, bitte nichts machen. Du gehst, wenn wir dir das. Du darfst gleich gehen. Du steigst jetzt auf dem Motorrad und verpisst dich. Nichts machen. Habt ihr den alles weggenommen? Er hat nichts gehabt. Ja. Warte, hat er was in deinem Motorrad? Warte mal. Bleib mal stehen. Nein, lass ihn fahren. Nein, bleib stehen. Lass ihn fahren. Warum lasst ihr den fahren, ihr Idioten? Der hat doch nichts in seinem Motorrad, Mann! Alter, was soll denn das Motorrad haben, Mann? Ey! Kurz stehen bleiben. Ganz kurz. Ja. Am besten warten wir jetzt hier noch, machen wir hier noch länger Action. Nein, der hat nur Schrott an. Leute sehen uns. Fahr weiter. Hab doch nicht so einen Schiss, Alter. So, du geh jetzt auf dein Motorrad und verpiss dich genauso. Aber warte mal. Wo ist dein Motorrad? Hier vorne das. Hallo? Komm mal mit. Bitte nicht. Komm mal mit. Und was macht der hier? Keine Ahnung, wer der hier ist. Ja, dann. Ey, fahr mal weiter hier! Verpiss dich hier! Fahr mal weiter, aber ganz schnell! Verpiss dich! Jo! Los! Bullen! Ja! Was denn, du Bulle? Ganz klar, was sie hier machen. Hau ab hier, ihr Bullen! Verpisst euch! Fahrt weiter oder wir schießen euch! Fahrt weiter, hab ich gesagt! Ganz schnell hier! Ganz schnell! Okay, los, Jungs, abhauen! Digga, abhauen! Los, weiter! Ihr wollt du musst mal ruhiger werden. Ich bin ruhig, Digga. Nein, man hat sich Zeit bei sowas. Nicht Hektik-Mektik, Digga. Na, ich bin komplett ruhig, aber ich mach Die Komm gut. Wieder hoch, Mann. Steig ein. Kommt mit. Ja, ich kann nicht einsteigen, Digga. Klar, ja, komm zu mir. Digga, was muckt er denn? Ey, Bull, verpisst euch jetzt. Letzte Warnung oder wir erschießen euch. Ich bin völlig entspannt, Digga. Was denkst du? Ja, gut so. Ja, da kannst du nicht lang. Doch. Die kommen auch noch hinterher, ey. Ja, die werden uns. Los, gib mir Hilfe! Los! Nee, so, Bull, wir schießen auf euch! Wir haben euch gewarnt! Ich hab nicht mal eine Waffe, Digga. Ich verpiss mich jetzt hier, Digga. Ey, scheiße, Mann! Hilfe, was hast du? Komm sofort zurück und helft uns mit dem Auto hoch! Bist du dumm? Das liegt auf dem Kopf! Sollen wir das umdrehen oder was? Ja, natürlich! Scheiße, Mann, was hast du? Ja, genau! Digga! Ich bin Digga! Scheiße. Knallt die ab das oder Motorrad. Mal du mehr auf dem Motorrad, bleib sofort stehen oder wir erschießen dich. Runter vom Motorrad. Ja, lass ihn, klaut das Motorrad mal ab. Warum? Hey, mach das Motorrad auf. Mach auf. Mach auf. Zack, zack. Ja. Ey, verpisst euch, komm. Zack, zack. Los. Aufschließen. Aufmachen. Ja. Ist auf. Ich bin weg. Los, steig auf. Ah, das ist gar nicht an. Hey, Jungs, was ist da los, Mann? Ey! Was schießen die auf mich, die Hunde? Was? So schlecht! Hey, was macht ihr da, Mann? Hallo? Komm. Scheiße, Mann. Komm mal hoch, Herr Bullen. Mhm. Ja, warte, es fangen gerade an. Ich komm gleich rein. Ja, ich sehe auch die Bullen. Warte. Warte, hier sind einige Bullen, Alter. Ja, deswegen, hier sind richtiges SDKs hier gekommen. Ja, okay, ich bin jetzt. Komm mal hier an die Wand. An dem einen Ende vom Tunnel. In Richtung Dagobert. Ja, ich sehe dich. Hab ich eigentlich bei dir das Telefon in der Hand? Ja, komm mal mit, Bullen. Natürlich hast du das Telefon in der Hand, Leute. Jetzt pack dein Telefon in die Tasche und mach dein Headset an. Los. Da kommen die Bullen. Bist du jetzt schon unten? Ja, das ist ja zu lange gebraucht. Wo seid ihr denn jetzt, so? Ja, wo treffen wir uns, Jungs? Beim Anwesen oder wo wollt ihr hin? Das Problem ist. Ja. Die Bullen sind neben uns. Die drehen um, die sehen uns. Ja, die haben uns erwischt. Echt jetzt?
Ja. Dein Ernst? Ja, die laufen uns, ja. Fuck. Wo seid ihr denn? Habt ihr kein Auto, Motorrad, irgendwas? Digga, ey. Nee, haben wir nicht. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht, Mann, als wir jetzt hier waren? Sagt einfach, ihr wisst nichts mehr, ihr seid im Krankenhaus aufgewacht, keine Ahnung, was passiert. Voll begeistert, oh. Sie den? Hallo? Wir verfolgen aber stehen bleiben und holen Sie Ihren Kollegen am besten gleich mit zurück. Hau ab, Digga. Wo seid ihr denn? Welchen Kollegen? Ja, was? Ich war gerade vorhin gelaufen. Im unmittelbaren Perimeter läuft noch einer mit Securesurf-Jacke rum. Gucken Sie mal bitte und halten Sie den mal fest. Gibt's ein Problem? Ja, Sir. Inwiefern? Werden Sie gleich erfahren, Sir. Aber bitte laufen Sie nicht weg. Alles gut, ich bleib hier stehen, wo ich bin. Oh. Mir geht's gar nicht gut. Ihnen geht's nicht gut? Warum, Sir? Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie in einem weißen Bett aufgewacht im Krankenhaus und das war's schon. Hier ist ein Krankenhaus in der Nähe, Sir? Sir, kurze Frage. Ja. Haben Sie in einer Ihrer Taschen irgendwie Repertoire dabei, um Ihr Gesicht zu verdecken? Masken, Tücher oder sonstiges? Ich schau mal nach. Nö. Okay. Wie ist denn Ihr Name, Sir? Ach, dafür stehe ich mal eben auf. Natürlich. Oh. Kriegen Sie auch eben einen Ausweis. Goliath Edward. Ja, ja, richtig, richtig. Oh, kann ich mich wieder setzen? Natürlich so, setzen Sie sich wieder. Oh. Lieber Scholli, habe ich was verbrochen, oder? Nee, momentan werden so Personen, die so gekleidet sind, wie Sie gesucht. So gekleidet wie ich? Ja. Also ich kann Ihnen sagen, dass unsere Firma ziemlich groß ist. Also es laufen einige mit diesen Klamotten rum. Nee, das ist keine Pistole. Wir setzen uns für die Sicherheit von Los Santos ein. Wer ist denn der Chef der Firma? Den Chef persönlich habe ich so noch gar nicht wirklich kennengelernt. Ich wurde übermittelt von... Bitte? Von wem kriegen Sie denn Ihr Gehalt? Ich bekomme kein Gehalt, das ist ehrenamtlich, was ich hier tue. Ich kriege nebenbei mal eben so ein kleines Geld zugesteckt, ja. Weil die Leute halt wissen, dass es ehrenamtlich ist. So, können Sie sich denn noch dran erinnern, was Sie getan haben, bevor Sie im Bett aufgewacht sind?
Also das Letzte, woran ich mich so wirklich erinnern kann, ist, dass ich mit meinen Kollegen auf Tour war und wir haben, ja, wir haben halt Ausschau gehalten nach Übeltätern, in dem Sinne. Okay. Und wo war das? Wissen Sie das auch noch? Boah, das war, glaube ich, Richtung Stadt. Also, ich schau mal, eben. Ja, das war so links oben in der Stadt mehr. Wenn das? Da, da muss auch. Paleto Bay. Wo ist eine andere? Also unten in der Stadt, ja? Ja. So bei. Wie heißt denn das hier? Handy zeigt mir nur Mist an. So, ja, so bei Pacific Bluffs. Da in der Nähe. Ich hab grad Funk nicht gehört. Was ist im Funk? Oh, muss ich ihn nochmal hinsetzen. Oh, ja. Natürlich. Okay, ja, vielleicht will jemand. So, aber das Problem ist, dass einer unserer Kollegen gerade hier überfallen wurde von anscheinend einem von ihren Kollegen. Bitte? Wir sind eine Sicherheitsfirma und keine. Wir sind keine Räuber. Das habe ich mir auch gedacht, als ich gehört habe, wie die Täterbeschreibung war. Also da versucht wohl uns jemand in den Dreck zu ziehen. Oder wie darf ich das verstehen? Entweder das oder ein paar ihrer Kollegen sind nicht ganz sauber. Also wie gesagt, da muss ich gerade selber, da muss ich gerade selber erstmal verkraften. Ja. So, wenn mein Kollege gleich Zeit findet, dann wird er sicherlich gleichmäßig mit Ihnen nochmal unterhalten wollen. Gar kein Problem. Oh, ich müsste vorher nochmal einen Schluck trinken. Ist dabei? Oh, ja, alles gut, alles gut. Sie sind eine Bewaffnung? Hat Ihnen irgendjemand eine Waffe zugesteckt? Sie können mich gerne durchsuchen, wenn Sie möchten. Gerne. Einmal an die Wand mit Ihnen, Sir. Ja, ja. Dann taste ich Sie mal eben ab. Sie. Was haben Sie zu meinem Kollegen gesagt? Woher Sie kommen, Sir? Bitte aus dem Krankenhaus. Was gesagt? Mhm. Okay. Wann habe ich was gesagt, bitte? Nein, er hat Sie gerade gefragt, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, wo Sie zuletzt waren. Ach so, da muss ich nochmal eben auf mein GPS schauen. Das war in der Nähe von Pacific Bluffs. Das ist links oberhalb der Stadt. Da ist ein großes weißes Gebäude mit einem Geldautomat. Und so links an der Garage, Pacific Bluff Garage. Okay. So, da in der Nähe waren wir. Ich nehme die Waffe mal eben mit. Waffe? Fragen Sie eine Waffe bei sich, Sir? Nein. Ja. Echt? Ja. Also, wenn ich in meine Taschen schaue, sind diese leer. Ich weiß nicht, was mein Kollege jetzt gerade gefunden hat. Also, ich wüsste jetzt nichts von der Waffe. Also meinen Dienst führe ich normalerweise eigentlich ohne Waffen aus. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mir eine besorgt habe. Vielleicht sollten Sie sich in Ihrer Firma mal umhören, Sir. Das werde ich auf jeden Fall tun. Mhm. Das geht auf jeden Fall nicht. Darf ich denn fragen, was ich für eine Waffe wohl getragen habe? Moment bitte. Okay. Nochmal bitte die Frage, Sir. Ich soll eine Waffe dabei gehabt haben. Was ist das denn für eine? Das weiß ich nicht. Also ich mache jetzt wirklich nicht auf dumm. Ich habe echt nichts in den Taschen gehabt. Nee, ich bin auch nicht so einer. Ich hab's hier nicht durchsucht, Sir. Das kann doch mein Kollege beantworten. Der Kollege? Ich hab sie ebenfalls nicht durchsucht. Das ist. Moment. Da drüben vielleicht? Ja, doch, genau, derjenige da. Ohne Haare. Ohne Haare? Ja. Nee. Kollege, der sie durchsucht hat, hatte rote Haare. Ach so, ja, richtig. Der ist hier gerade. Ja, ich bin noch ein bisschen durcheinander vom. Aber wo ist denn der Alles Kollege gut. jetzt hingefahren? Nee, der ist hier nur um die Ecke gerade gegangen. So. Muss ich mich nochmal setzen. Der besucht den Kollegen nochmal.
Ach, da ist ihr Kollege. Jungs. Sir, Sie da an der Seite, Sie sind frei, Sie dürfen gehen. Meine Kollegen bitte einsteigen. Alles klar. Alles klar. Gut, Sir, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ebenso. Danke. Und gute Besserung. Vielen, vielen Dank.